Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Verzeiht es mir, dass ich die Kerzen nicht angezündet habe und meine richtigen Kerzen gegen Elektrokerzen getauscht habe. Es ist unglaublich warm. Morgen wären es 37 Grad. Also ich weiß nicht, wie ich das unterm Dach überleben soll, aber gut. Zwei Dinge, die mich oder uns besonders interessieren, sind einmal Wiedergeburt und einmal die Titanic. Vielleicht bin ich damit auch allein, I don't know. Aber ich dachte mir, was gibt es Besseres, als diese beiden Themen zu kombinieren? Und deswegen habe ich recherchiert und Leute gefunden, die sich an ihr früheres Leben auf der Titanic erinnern. Ja, ich habe zwei Geschichten gefunden von zwei unterschiedlichen Menschen, die sich an ihr Leben von derselben Person erinnern, also dass sie quasi dieselbe Person waren, was nicht wirklich Sinn ergibt. Aber ich erzähle sie euch trotzdem beide. Dann könnt ihr selber entscheiden, was davon stimmt oder welche davon glaubwürdiger ist. Und dann bin ich bei meiner Recherche noch über einen richtig interessanten Internetblog gestolpert. I don't know, was habe ich gerade gesagt? Die Hitze greift mein Hirn an. Die so detailliert über ihr letztes Leben auf der Titanic berichtet, dass ich dachte, holy crap, ich kaufe das zu 100% ab, weil das ist so krass detailreich erzählt. Wir fangen einfach an. Also würde ich sagen, macht euch was zu trinken. Kuschelt euch nicht in der Decke, sonst kriegt ihr einen Hitzeschock wie ich. Aber jetzt wird's trotzdem spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? So, wir haben jetzt die erste von diesen zwei Geschichten, die sich um dieselbe Person handelt. Und es geht heute um einen Jungen namens Jamie. Jamie erinnert sich nämlich im Kindesalter an sein früheres Leben auf der Titanic, denn er soll einen Mann namens Thomas Andrews gewesen sein. Wer die Filme kennt und wer sich mit der Titanic auseinandersetzt, der weiß, wer das ist, wer nicht. Thomas Andrews ist einer der Architekten von dem Schiff, also der Hauptarchitekt sozusagen. Und jetzt schauen wir uns diese Geschichte von Anfang an an. Jamie war ein ganz normales, glückliches Kind, ein einfaches Kind, aber er hatte schon immer Angst oder sogar Panik vor Wasser. Was ziemlich ungewöhnlich in der Familie ist, denn die ganze Familie mochte eigentlich das Meer und sie liebten Schwimmen und sie waren auch oft am Meer. Nur Jamie hatte wirklich Panik, selbst vom Swimmingpool. Sobald die Mutter ihn irgendwie in den Swimmingpool geholt hat, so und in das tiefe Wasser, hat er Panik geschoben ohne Ende. Jetzt eine kurze Sache, die nicht wirklich was mit der Geschichte zu tun hat, die ich aber trotzdem mega interessant fand. Denn Jamie hat mit 3 oder 4 Jahren mal eine komische Sache gesagt. Und zwar, dass er seine Mom im Kindesalter auf einem blauen Rad fahren sehen hat. Und auf die Frage, woher er das weiß, weil seine Mom hat nie etwas von diesem blauen Rad erzählt, hat er gesagt, ich habe dich beobachtet, denn der Himmel hat Fenster, Mom. Ich krieg Chills. Aber ich find's auch voll schön irgendwie so. Das ist so schön. Als er zwischen 4 und 5 Jahren alt war, hatte er auch sehr, sehr starke Albträume, die sogar so weit gingen, dass er schlafwandelte, aber rennend auf der Flucht vor dem Wasser. Mit 5 Jahren sind seine Eltern mal weggegangen, haben den Babysitter Jamie überlassen, sozusagen. Das klingt so. Sie haben ihn halt dazu. Also, als Jamie 5 war, hat der Babysitter mal auf ihn aufgepasst. Als die Eltern dann wieder kamen, haben sie gesehen, wie Jamie den Schlussteil von Titanic gesehen hat, was sie natürlich nicht ganz so geil fanden, weil Jamie noch sehr jung war. Aber danach fing es dann erst richtig an, so als hätte dieser Film etwas in Jamie getriggert. Und danach zeichnete er durchgehend die Titanic. Also innerhalb von 2 Wochen hat er ca. 50 Bilder von der Titanic gemalt. Und ich finde es hier super interessant, weil er das wirklich mit krassen Details gemalt hat. Also wirklich Raum für Raum, Etage für Etage, mit Leitern und allem. Und auch, dass nur 3 der Schornsteine Rauch gespuckt haben. Sachen, die weder vom Film hervorgehen, noch ein Kind in diesem Alter eigentlich wissen könnte. Zumal man mit 4 Jahren ja auch, also für gewöhnlich nicht lesen kann. Und er sagte auch so Dinge wie, dass dieses Unglück hätte niemals passieren sollen, dass da Fehler beim Bau waren, zum Beispiel, dass sie Eisen statt Stahl benutzt haben an manchen Stellen und so Sachen, was du eigentlich von einem 4 oder 5 Jahre alten Kind jetzt nicht wirklich erwartest, dass er sowas sagt. Und er fand es auch ganz, ganz schlimm, dass die Leute unten in diesem Boilerraum eingesperrt worden sind und dass das eigentlich niemals hätte sein dürfen. Und er hat auch wirklich um diese Menschen geweint.
Zwei Jahre nachdem das alles begann, startete die Familie mit ihrer Recherche über die Titanic und sie haben ihn nicht direkt mit irgendjemandem von Bord in Verbindung gebracht, aber je mehr sie recherchiert hatten, desto mehr kamen sie zu dem Entschluss, dass er eventuell eben Thomas Andrews gewesen sein könnte, weil er eben so viele Details weiß über diesen Schiffbau. Sie gingen mit ihm dann auch auf eine Titanic-Ausstellung, die gerade in der Nähe stattgefunden hatte, in der Hoffnung, dass das ihn vielleicht zur Ruhe kommen lassen würde und der Albtraum für ihn dann ja vorbei wäre vielleicht. Aber in der Nacht nach dieser Ausstellung hatte er auch den Todestraum, wie ihn seine Mom nennt. Und zwar hat sie eines Nachts gehört, wie etwas an Jamies Wand bangt, also bang, bang. Bang. Sie rennt hin, um nachzuschauen und Jamie steht auf allen Vieren in seinem Bett, am Zittern, ohne Ende und er schrie in Panik, es geht unter. Und laut seiner Mutter klang er dabei auch nicht wie ein Kind, sondern eher wie ein Mann. Nach diesem Traum ließ seine Obsession mit der Titanic auch nach und nach und er redete immer weniger darüber und es schien halt so, als hätte er damit dann seinen Frieden gefunden, weil es ist ja oftmals so, beziehungsweise man sagt, dass es oftmals so ist, dass wenn man den Tod seines früheren Lebens nochmal erlebt hat oder eben diese Erinnerung daran gesehen hat, dass man dann damit Frieden finden kann und das abschließen kann. Der ältere Jamie, nämlich der 19-jährige Jamie, der Thomas Andrews auch ein bisschen ähnlich sieht, wie ich finde, erzählt auch darüber, er hat gemeint, er hat seinen Frieden damit gefunden, er glaubt, er könnte tatsächlich Thomas Andrews gewesen sein in seinem früheren Leben. Er hat auch ähnliche Charakterzüge, also er sagt, dass er selber auch so gehandelt hätte wie Thomas Andrews, nämlich, dass er andere Menschen den Vorzug gelassen hätte in den Rettungsbooten. Er studiert heute auf einem technischen College und er interessiert sich weiterhin für Design und 3D-Druck. Also ich finde das schon, ist schon eine coole Geschichte, wie ich finde. Vor allem, wenn das halt Kinder erzählen. Ich meine, es ist ja oft so, dass Kinder sich noch an ihre früheren Leben erinnern und diese Erinnerung dann nach und nach verschwindet. Deswegen fand ich diese Geschichte sehr interessant. Soweit so gut. Aber jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte, die nämlich auch von Thomas Andrews handelt, wie ich bereits gesagt habe. Dieser Mann namens William Barnes erzählt, dass er schon im Alter ab 3 Jahren ungefähr so wie so Flashbacks an Erinnerungen an ein früheres Leben hatte. Und die kamen einfach immer spontan und immer wieder und es wurde irgendwann so schlimm, dass er selbst dachte, dass er vielleicht schizophren sei. Solche Erinnerungen beinhalteten zum Beispiel Gerüche, und zwar diese von Materialien, die beim Schiffbau verwendet wurden, oder auch Geräusche, die an einen lauten Hafen erinnerten. Mit 44 Jahren suchte er sich dann auch professionelle Hilfe. Er wurde von Therapeuten und Ärzten als depressiv diagnostiziert, aber nicht als schizophren. Und hier hat sein Therapeut auch gesagt, entweder es sind Flashbacks an irgendein Trauma oder so, das er verdrängt hat, oder es könnten tatsächlich Erinnerungen an ein früheres Leben sein, die er da hat. Als Kind hat er auch seltsame Sachen gesagt, wie zum Beispiel hat er seine Eltern darum gebeten, ihn nicht Will zu nennen, weil das wäre nicht sein Name sei Tommy. Er fragte auch immer wieder nach seinen Geschwistern, die er in diesem Leben nicht hatte. Er malte auch die Titanic und sagte dabei, das ist mein Schiff, aber es ist gestorben. Als er den älteren Film von Titanic, nämlich den von 1954, sah, sagte er auch, das ist mein Schiff. Er konnte es wohl auch im Detail beschreiben. Das war den Eltern aber wohl zu viel des Guten. Sein Vater hat daraufhin versucht, ihm die Erinnerung wohl auszuprügeln. Will hat dann auch eine Rückführung gebucht. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, eine Rückführung ist quasi ein hypnoseähnlicher Zustand, den man mit einem Hypnotiseur macht, logischerweise, dass die Erinnerungen von den früheren Leben hervorholen soll. Falls euch das interessiert, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Da habe ich nämlich selber eine gemacht. Könnt ihr da anschauen. Mit 25 Jahren hat er zum ersten Mal eine Rückführung gemacht und hat dabei wohl mit einem Mann über das Design von einem Schiff diskutiert. Als er dann aus dieser Hypnose aufgewacht ist, war sein erster Satz, mein Name ist Thomas Andrews. Und das war das erste Mal, dass man diesen Namen gehört hat. Jahre später hat er nochmal eine Rückführung gemacht, allerdings seiner Frau eher zuliebe, weil sie hat immer mitbekommen, wie er nachts des Öfteren mal geredet hat, auch diskutiert hat mit einem Mann namens Ismay. Ganz hat er auch mit einem irischen Akzent gesagt. Thomas Andrews war Ire, William nicht. Bruce Ismay war ein Mann, der ebenfalls am Bau der Titanic beteiligt war. In dieser Rückführung erzählte er von einem Schiff, das 1900 seine Jungfernfahrt hatte, namens Oceanic. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings noch nichts über die Titanic recherchiert gehabt. So konnte er nicht wissen, dass Thomas Andrews ebenfalls beim Bau an diesem Schiff beteiligt war. Und eine der Gewohnheiten von Thomas Andrews war es auch, an den Jungfernfahrten der Schiffe teilzunehmen.
Auf der Highschool mussten sie eigentlich das Buch A Night to Remember lesen. Das geht eben um den Untergang der Titanic. Er hat sich aber geweigert, es zu lesen, denn er hat eben mit diesem Thema die ganzen Misshandlungen von seinem Vater im Kopf gehabt, an die er sich dann wieder erinnert hat. Und er hat sich wirklich strikt geweigert, dieses Buch zu lesen. Er hat sich strikt geweigert, irgendwas über die Titanic zu lesen. Er wusste also bis zu dieser Rückführung so gut wie nichts über die Titanic, weil er sich eben weigerte, da überhaupt in dieses Thema einzusteigen. Es gibt auch sehr strange Parallelen zwischen William Barnes und Thomas Andrews. Zum Beispiel war der Name William in der Andrews-Familie ein sehr wichtiger Name, der weitergereicht wurde von Tradition zu Tradition. Von Generation zu Generation. Und andererseits war Andrew ein Name, der in Wills Familie sehr wichtig war und weitergegeben wurde. Also das ist schon ein bisschen strange. Und der Sinn von dem Konzept einer Wiedergeburt ist ja, dass man in jedem Leben irgendwas lernen soll und die Seele erst dann aufhört zu reinkarnieren, wenn du quasi alles gelernt hast und alles durchlebt hast. Hier sollte diese Seele wohl lernen, sich selbst zu bestätigen und nicht Bestätigung im Außen immer zu suchen. Denn bei Will sowie bei Thomas war dieses Problem sehr präsent im Leben. William war in der Lage dazu, das aufzulösen. Falls euch das interessiert, Will hat auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt A Past Life Memory. Was ich auch noch interessant zu erwähnen finde, sind folgende Synchronisationen. Denn Will wurde am 14.04.1953 geboren. Das ist der Jahrestag, als die Titanic untergegangen ist. Also die Titanic ist ja untergegangen in der Nacht zwischen dem 14. und 15. Er wurde 41 Jahre nach dem Desaster geboren und die Titanic hatte die Rumpfnummer 401, was die Zahl 41 repräsentiert. Und als er geboren wurde, ist der erste Titanic-Film released worden. Ja, das ist alles ein bisschen strange und das Universum arbeitet ja mit solchen Synchronisationen, also könnte das durchaus möglich sein. Jetzt will ich aber eure Meinung wissen. Welche Geschichte über Thomas Andrews findet ihr glaubwürdiger? Glaubt ihr überhaupt an Wiedergeburt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt habe ich noch eine dritte Geschichte für euch. Dieses Video wird unglaublich lang, aber ist mir egal. Diese Geschichte müsst ihr hören. Ich habe eben diesen Blog gefunden von einer Frau, die aber anonym bleiben möchte, die sich auch eben mit ihrem früheren Leben beschäftigt hat. Und sie war wohl eine Frau namens Ida auf der Titanic. Und warum das so sein soll, schauen wir uns jetzt an. Die Frau, die den Blog geschrieben hat, beziehungsweise immer noch betreibt, also es geht immer noch weiter, der letzte Eintrag ist vom Mai. Ich verlinke den Blog auch. Schaut da unbedingt rein, wirklich. Ich habe das nur zusammengefasst, was sie da schreibt, ist einfach unglaublich. Das müsst ihr lesen, ja. Man weiß eben nicht viel, nur dass sie eben eine Frau ist, die in den 80ern geboren ist, in den USA. Und sie beschreibt sich als nicht religiös und nicht spirituell, wobei ich nicht spirituell in dem Punkt ein bisschen falsch finde, weil sie sich ja mit Wiedergeburt beschäftigt, aber anyway. Ihre Geschichte startet 1997, als auch sie den Film Titanic von James Cameron gesehen hat und dort Fehler gefunden hat, die der Film gemacht hat, dass sie eigentlich nicht hätte wissen können, weil Internet und so war da noch nicht so. Und erst Jahre später, und zwar mit Entwicklung des Internets, ne, hat sich dann rausgestellt, dass sie mit diesen Fehlern auch wirklich recht hatte. Und im selben Jahr hatte unsere Protagonistin, ich nenne sie jetzt einfach mal Anna, weil es einfacher ist, einen sehr schlimmen Albtraum, und zwar von der Titanic, beziehungsweise von der Nacht des Untergangs. Sie betont hier allerdings auch nochmal ganz klar, dass sie oft seltsame Träume hat, und dass es auch erstmal nichts Komisches ist, dass sie diesen Traum gehabt hat, eben weil sie den Film Titanic gesehen hat. Das erste Seltsame an diesem Traum war allerdings, dass sie im Traum nicht sie selbst war, sondern in einem anderen Körper war. Also sie meint, sie war ein Kind damals, im Traum war sie kein Kind, sondern eine Frau zwischen 20 und 30 in etwa. Ich gehe davon aus, dass die Frau eher in den späten 80ern geboren worden ist, weil sie eben gesagt hat, sie war ein Kind zu der Zeit. Älter als 9 wird sie nicht gewesen sein. Sie beschreibt so ein bisschen, wie sie aussieht, also das, was sie halt sehen kann. Sie beschreibt lange, schlanke Finger, dass sie einen geflochtenen Zopf hat, der über den Rücken fällt. Sie hat ein weißes Nachtkleid an, einen Schal um die Schultern, sie hat so, ich weiß nicht, wie man die nennt, Lauferschuhe oder so. Ich blende euch ein Bild ein mit einem silbernen Emblem drauf und halt auch so weiße Socken. Also es ist wirklich sehr detailreich beschrieben. Sie beschreibt, dass sie sich ja auch erstmal an diesen großen Körper gewöhnen musste und sie dann erstmal so ein bisschen rumgetorkelt ist und sich erstmal in diesen Körper einfinden musste. Also das finde ich schon ein bisschen strange für einen Traum. Und in diesem Traum stand sie an einem Gitter, wie man das auch im Film gesehen hat, dieses Gitter, wo die dann abgetrennt haben, ne?
Ich glaube, es war nicht zu, sondern sie stand da einfach und hat scheinbar auf jemanden gewartet. Sie war in Panik dabei. Sie hat gesagt, das Wasser kommt. Er hat gesagt, ich soll hier warten. Er wird gleich kommen. Ich muss warten. Aber sie hält es wohl irgendwie nicht aus und sie rennt die Treppen runter. Warum auch immer man einem sinkenden Schiff runterläuft und nicht nach oben. Und man weiß auch erstmal nicht, wer er überhaupt ist. Das erfährt man erst im Laufe der Geschichte. Sie rennt eine Treppe runter, sie rennt Gänge entlang, die so im Film nicht beschrieben werden und sie erzählt es wirklich sehr detailreich, wie gesagt. Sachen, die man so eigentlich nicht wissen kann, außer man war halt wirklich an Bord. Sie läuft in einen Raum, was wohl ihre Suite ist. Sie sucht nach etwas. Auch hier wieder unglaublich detailreich beschrieben. Sie hat nach einer Kette gesucht, so einer, weiß nicht, wie man es nennt, so eine Goldkette, wo man dann so Bilder reintut. Das hat sie gesucht, hat sie auch gefunden. Nimmt es mit, rennt wieder zurück, beziehungsweise sie rennt nicht, sie schlurft durch das Wasser, weil das Wasser wird immer höher. Ihre Kleidung ist nass, sie friert, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Aber die Gänge sind halt so verwirrt und so wie so ein Labyrinth, dass sie den Weg nicht mehr zurückfindet. Irgendwann steht sie dann im Speisesaal der dritten Klasse und dabei denkt sie sich noch, ich war hier schon mal, also gibt es dann den Hinweis darauf, dass Ida ein dritte Klasse Passagier war. Sie ist erschöpft und sie kämpft mit sich selbst und ihr Körper fühlt sich an, als wäre sie schon stundenlang gerannt. Sie kann jetzt auch sehen, als sie zum Stehen kommt, wo genau sie sich befindet, nämlich in der Scotland Road. Das ist ein ziemlich langer Gang, der, ich glaube, durch die ganze Titanic lang ging. Sie hört, wie jemand ihren Namen ruft, Ida, und ihr kommt der Name Henry in den Sinn. Derjenige, auf den sie hätte warten sollen. In dem Moment kommt eine Welle, nimmt Ida mit, den ganzen Gang runter, bis es halt nicht mehr weitergeht. Ida lässt das, ja, ich will nicht sagen willenslos geschehen, aber sie lässt sich halt mittreiben und sie kämpft nicht dagegen an. Vermutlich kann sie auch nicht schwimmen und dort ertrinkt sie dann letzten Endes auch. Anna bekommt diesen ganzen Prozess mit, also sie kann fühlen, wie sich das anfühlt, wie Ida ertrinkt. In dem Moment, wo Ida dann tot ist, wird sie aus dem Traum gerissen und sie rennt in ihrer Wohnung umher, um dem Wasser zu entfliehen. Diesen Traum hatte sie jetzt mindestens 30 Tage am Stück und der kam auch immer wieder. Also jedes Jahr hatte sie diesen Traum über mehrere Wochen hinweg. Anna hat das jetzt seit über 20 Jahren und sie hat auch natürlich sich schon Hilfe gesucht, sie hat Medikamente bekommen, sie hat Schwimmstunden genommen, um die Angst aufzulösen, aber nichts davon hat geholfen. Und da hat sie das halt einfach akzeptiert, weil dem an war sie halt nicht mehr in tiefen Gewässern und meidet das so gut wie es geht. Anna interessiert sich aber auch für das Paranormale, auch wenn sie sich, wie gesagt, nicht als spirituell bezeichnet. Aber sie schaut gerne so Geisterserien an. Und so hat sie eines Tages eine Serie laufen lassen, die Amazon aus Versehen ausgespuckt. Ghost Inside My Child heißt das. Da ist auch die Episode mit Jamie drin gewesen übrigens, die sie da nämlich dann sieht. Also sie sieht diese Folge von Jamie, die ich euch gerade erzählt habe. Und irgendwann kommt es aber, dass sie so gefesselt ist von dieser Folge, weil sie so viel von sich selber in Jamie erkennt, so viele Parallelen. Das war dann auch der Punkt, wo Anna sich intensiver mit dem Thema Wiedergeburt und Reinkarnation auseinandersetzte, sich Bücher darüber anschaffte, wie zum Beispiel The Man Who Sent the SOS, A Memoir of Reincarnation and the Titanic. Das habe ich mir nach diesem Blog auch bestellt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde euch, wenn ihr wollt, berichten, wie das Buch ist. In diesem Buch geht es eben um einen Mann, der sich ebenfalls an sein früheres Leben auf der Titanic erinnern konnte, der auch eine Rückführung darüber gemacht hat und wirklich alles in diesem Buch aufschreibt, sich wieder so ein Puzzle zusammensetzt, wer er in seinem letzten Leben war, nämlich, surprise, der Mann, der das SOS dann abschickte. Und so machte Anna sich dann an die Recherche und begann damit erstmal alle Passagiere rauszusuchen, die Ida hießen. In der ersten Klasse gab es 3 Idas, darunter auch Ida Strauß zum Beispiel. Die ist ziemlich bekannt gewesen dafür, dass sie ihren Mann nicht verlassen wollte. Die haben beide dieses Kaufhaus Macy's gehabt, also die waren sehr wohlhabend und sie sind dann beide ertrunken. Passt allerdings nicht auf die Beschreibung von Annas Ida, denn die war ja jünger. Und die anderen 2 Idas, die in der ersten Klasse waren, haben das Schiffsunglück überlebt. Also passt das auch nicht. Aber wir haben ja auch den Anhaltspunkt von der dritten Klasse. Und in der dritten Klasse gab es 4 Idas. Aber nur eine davon traf wirklich, ja, auf die Beschreibung von Anna. Diese Ida hieß Ida Strandberg oder Strandberg. Und viel ist zu diesem Mädchen nicht bekannt, nur dass sie 22 Jahre alt war, auf der Titanic starb und die Leiche niemals gefunden wurde. So, das würde ja schon mal passen. Weiter ging die Recherche dann mit dieser Fotokette, die sie gesehen hat im Traum und da hat sie zum Beispiel herausgefunden, dass die Ketten wirklich ab 1910 verkauft worden sind. Das würde also schon mal passen und es wurde auch tatsächlich eine solcher Kette
erst 2017 von der Titanic geborgen, allerdings nicht von ihr, sondern von einer Frau namens Virginia Clark. Sie hat aber überlebt und ihr Mann nicht. Aber wir wussten jetzt, dass das tatsächlich sein kann. 2021 beschloss Anna dann auch eine Rückführung zu machen, ihre erste, obwohl sie eigentlich nicht wirklich daran glaubte, dass das wirklich funktioniert. Aber es hat sehr gut funktioniert, denn Anna wurde in einen Wald teleportiert, nenne ich es jetzt mal. Es war Winter und sie war mit zwei Geschwistern dort, einem Bruder, der älter war als sie, und eine kleinere Schwester, und mit ihrem Großvater. In dieser Szene wurde dann auch klar, dass die Familie eher arm war, weil sie die Hütte gesehen hat, in der sie gewohnt hat, und dass sie halt spärlich Essen hatten. Die Szene shiftet und Anna wird zur Beerdigung von ihrem Vater geschickt. Die Mutter hatte jetzt halt noch mehr Geldsorgen, weil der Vater das Income hatte. Und ihre letzte Hoffnung war quasi, Ida auf das Schiff zu schicken, um sie nach New York zu schicken, damit sie was aus ihrem Leben macht und die Familie danach holen kann. Bevor sie allerdings aus dieser Szene geht, bekommt sie von ihrer Mutter diese besagte Fotokette. Und es war ein letztes Geschenk quasi von ihrem Vater. Deswegen hat Ida das retten wollen. Jetzt sollte Anna zum Todeszeitpunkt springen und da sah sie, was sie halt schon gesehen hatte, nämlich Ida in der Scotland Road am Ertrinken. In einer Rückführung muss man den Tod allerdings nicht miterleben, also man fühlt das nicht, sondern man kann sich dazu entscheiden, das nur anzuschauen von außen. Also sie musste nicht nochmal ertrinken. Ich meine, das macht sie ja oft genug in den Albträumen oder wiederkehrenden Erinnerungen. Und so konnte sie zum ersten Mal auch einige Sachen an Ida sehen, zum Beispiel ihr Gesicht und dass sie graue Augen hatte. Als Anna dann zurückgeholt wurde aus dieser Hypnose raus, war sie komplett verschwitzt und am Weinen, also sie war wirklich sehr, sehr aufgelöst darüber. Nach dieser Rückführung hat Anna dann weitere Recherche betrieben, um zu wissen, was aus dieser Familie geworden ist, weil wir haben ja jetzt so ein paar Infos. Und sie hat herausgefunden, dass es ihr Bruder tatsächlich nach Amerika geschafft hat, auch eine Familie gegründet hat, was aus der geworden ist, weiß man nicht, und hat seine Schwester dann auch nachgeholt, also alles nachdem die Mutter dann verstorben war. Kommen wir jetzt zu Henry, denn den hat es auch gegeben. Sein Name war Henry Ryland Dyer und er war ein Besatzungsmitglied und auch er überlebte nicht. Zum Zeitpunkt des Untergangs hat er den Leuten von den unteren Decks nach oben zu helfen und hat immer wieder nach Ida gerufen. Dann kommen wir zur zweiten Rückführung. Ida ist so ungefähr 10 Jahre alt und sie rennt mit ihrem Bruder Gustav und ihrer Schwester Saida über Hügel von Finnland, kann dann auch so einen kleinen Hafen sehen und so. Und diese Szenerie, richtig, oder? hat sie dann hinterher auch tatsächlich im Internet wiedergefunden, als sie dann eben nach dem Ort gesucht hat, denn die Familie kam aus Goodbye aus Finnland. Und eben auch diese Familie Strandberg oder Strandberg passte einfach perfekt zu dieser Beschreibung. Denn Idas Vater starb 1911. Gustav war ein Jahr älter, also der Bruder hieß wirklich Gustav, und die Schwester Saida war 4 Jahre jünger als Ida. Und ihr Bruder Gustav hat laut Aufzeichnung auch genau dieselben grauen Augen wie Ida. Aber einige Dinge waren auch falsch, beziehungsweise, ich würde nicht falsch sagen, aber ich würde sagen, vielleicht unvollständig. Denn Ida hatte eigentlich nicht nur 2, sondern 5 Geschwister. Anna macht weitere Rückführungen und dringt immer mehr in dieses Leben von Ida ein und erfährt so, dass die Familie zum Beispiel aus Schweden kam und dann nach Finnland gezogen ist und dass sie dann von Finnland nach Schweden wieder zurück ist, zum Hafen, um dort nach England zu fahren, um dort auf die Titanic zu boarden. Auf der Titanic war sie dann, wie gesagt, in der 3. Klasse, aber selbst hier war sie sehr peinlich berührt, wegen ihrer Kleidung und so weiter, dass sie dann eines Tages vom Essen zum Beispiel, ja, sehr peinlich berührt aufgestanden ist, zu ihrem Zimmer wollte und auf dem Weg mit Henry dann zusammengestoßen ist, der ihr dann wieder auf die Beine geholfen hat. Und von da an haben sie sich dann öfter gesehen. Beide waren so ein bisschen interessiert aneinander. Sie haben sich zugelächelt, aber sie haben nicht viel gesprochen, weil Ida halt kein Englisch konnte, sondern nur Finnisch. Und er halt auch ein Angestellter war, wie gesagt. Also da lief nichts, sagen wir jetzt mal. Dieses Bild, was sie da bekommen hatte, eben von diesem Essen, laut Datum war das der 12. April, 2 Tage bevor das Schiff untergegangen ist. Auch das Menü, was sie da vor sich gesehen hat, matcht dem Menü von der Titanic an diesem Zeitpunkt. Henry und Ida hatten eben eine Connection, auch wenn sie sich wohl nur 2 Tage gekannt haben, wenn überhaupt. Die Woche vor dem Untergang, also vor dem Jahrestag des Untergangs, beschreibt Anna auch immer als
emotionale Achterbahnfahrt. Ab dem 14. bekommt sie dann Albträume, was wirklich in Panik endet. Aber nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo Ida im früheren Leben dann eben ertrunken ist. Und ab da legt sich das Ganze dann wieder. Ihre letzte Rückführung war, wie gesagt, im Mai. Und seitdem ist der Blog noch nicht weitergegangen. Aber Freunde, schaut da rein. Ey, ich war so krass in dieser Story drin. Und wie gesagt, ich glaube das zu 100%. Ich glaube ihre Geschichte komplett. Erstens auch, weil sie anonym sein möchte. Ja, und dann einfach diese krassen Recherchen. Also, was da rausgekommen ist, was die Rückführungen gesagt haben, das alles so perfekt matcht einfach. Ich kauf's ihr zu 100% ab. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet. Wiedergeburt und so weiter ist ja sehr, wie sagt man, kontrovers. Ich finde die Vorstellung schön. Ich glaube auch irgendwo daran. Ist einfach eine schöne Vorstellung, finde ich, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Und damit endet das Video hier. Ich muss dringend an die frische Luft. Es ist viel zu warm. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wie immer. Und abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.